Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Der Krieg in der Ukraine hält nach wie vor die ganze Welt in Atem. Einerseits gibt es weiter massive Kampfhandlungen seitens der russischen Armee. Andererseits tobt ein Wirtschaftskrieg und Wladimir Putin droht Europa oder Teilen Europas das Gas abzudrehen. Und ich freue mich jetzt, NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger hier begrüßen zu können. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und Sie waren ja gerade in der Ukraine vor Ort. Sie haben da auch Gebiete gesehen, die wirklich unter Beschuss gestanden sind. Sie haben Politiker dort getroffen. Schildern Sie uns doch bitte und unseren Zuschauern, wie die Lage vor Ort tatsächlich ist. Naja, also zunächst, es war eine parlamentarische Delegation. Helmut Brandstätter und ich waren dort. Helmut Brandstätter ist ja auch der Vorsitzende der österreichisch-ukrainischen Freundschaftsgruppe im österreichischen Parlament. Und die ukrainisch-österreichische Freundschaftsgruppe hat auch schon mal das österreichische Parlament besichtigt oder besucht. Und auch, weil wir ihn jetzt hier sehen, das ist der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk, der ja auch vor kurzem erst das österreichische Parlament besucht hat. Links sozusagen neben mir, das ist Igor Negulevski, das ist eben der Abgeordnete, der Vorsitzende ist der ukrainisch-österreichischen Freundschaftsgruppe. Warum ist das so wichtig? Weil ich glaube, der Dialog auf politischer Ebene sehr wesentlich ist. Natürlich grundsätzlich in der Frage jetzt des Krieges, aber wir sind militärisch neutral. Das heißt, was jetzt Hilfslieferungen angeht, kann ich auch gerne dazu dann etwas sagen. Wir hatten ja auch einen Arzt vom Vorstand der Ärztekammer mit und haben uns auch in zwei Spitälern ein Bild gemacht. Aber vor allem auch, weil es um den Wiederaufbau geht. Vielleicht komme ich jetzt gleich auf dieses Bild zu sprechen, weil das, Sie haben ja gesagt, wir waren in den Gebieten, wo Kampfhandlungen waren. Also das ist wirklich in Butscha. Das ist ja mittlerweile leider weltberühmt geworden. Butscha, Irpin, Borodjanka, das sind Vororte von Kiew. Das ist der Speckgürtel. Das ist keine arme Gegend. Das sind Einfamilienhäuser, Wohnhauskomplexe mit Eigentumswohnungen. Und das ist der Pfarrer von der St. Andreaskirche, die übrigens auch beschossen wurde. In Butscha waren russische Truppen vom 24. Februar bis zur Befreiung von Butscha. Ich glaube, gelungen ist es dann am 1. April, 31. März hat die Gegenoffensive begonnen. Und in Butscha selber mussten ungefähr 3000 Menschen aus der Zivilbevölkerung ohne Wasser, ohne Strom, teilweise ohne Zugang zu Nahrung, wirklich diese Wochen überdauern. Und dort sind an die 500 Zivilisten wirklich ermordet worden. Das sind übrigens wahrscheinlich Kadyrov, also tschetschenische Truppen gewesen. Und also so, dass dort die, das war so furchtbar. Ja, also ich war ja selber dort und da hat man wirklich gesehen, wie viel verwüstet wurde. Also da, das können Sie, glaube ich, bestätigen. Also das ist jetzt ein Foto aus Irpin. Das ist ein, da ist alles kaputt. Also da ist, ich glaube, 90% der Wohnhäuser. Und noch einmal, das sind Eigentumswohnungen. Wir haben auch gehört, wie in einer Wohnung gearbeitet wurde, in einem Haus, wo ich mir gedacht habe, das müsste ja abgerissen werden. Und dann hat der Vizebürgermeister der Stadt Irpin gesagt, wir können doch den Eigentümern nicht vorschreiben, dass sie wieder in die Häuser gehen. Da habe ich gesagt, ja, aber wie ist das denn jetzt mit der Statik? Ich meine, also Waschmaschinen, die sozusagen durch die Bombardements irgendwie rausgeschleudert sind, so halbart so, dass man das Gefühl hat, die können jetzt jederzeit wieder also rausfallen aus dem Fenster. Das ist wirklich noch immer ein Bild der Verwüstung. Und da haben die auch wirklich Schwierigkeiten, weil sie zu wenig Bagger haben, zu wenig Abrissgeräte haben und zu wenig Baumaterialien. Da könnte Österreich ja dann helfen. Genau, also das ist auch wirklich etwas, was sie uns auch mitgegeben haben. Sie brauchen ganz viel Baumaterialien und sie brauchen auch ganz viel zur Demontage. Sind aber, und das ist sozusagen das, was ich auch mitgenommen habe, diesen unglaublichen Spirit der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wie gesagt, man hat dort fast das Gefühl, der Krieg ist vorbei, was völlig falsch ist. Aber dort für die Menschen, obwohl die nahezu täglich Raketenalarm haben und ja sehr nahe an der Grenze zu Weißrussland sind und da wirklich auch Raketen rüber geschossen werden, die denken an den Wiederaufbau. Die denken, die wollen nach Europa, die wollen ein Teil der EU sein, die wollen so leben wie wir, die wollen auch alles dafür tun, politisch, was zu tun ist. Also Kampf gegen Korruption, Kampf gegen Oligarchen, Kampf für freie Medien, auch entsprechende Gesetze da auf den Weg machen. Das ist ihnen schon bewusst, dass das ein langer und harter Weg ist.
Aber vor allem wollen sie Investitionen für den Wiederaufbau. Dort in der Gegend hat man uns quasi wie einen Preiskatalog mitgegeben für alle die zerstörten Schulen, Kindergärten, Wohnhäuser, Pflegeheime, Alterseinrichtungen. Mhm. Sozusagen, was es kosten würde, das wieder aufzubauen. Und ich habe das Gefühl, es geht aber nicht darum, dass sie nur spenden wollen, sondern sie suchen wirklich auch jetzt schon, wird wahrscheinlich schwierig sein, aber Unternehmen, die sagen, ich gehe da jetzt hin, mhm. haben zum Beispiel dort die Unternehmenssteuern auf 2% gesenkt. Mhm. Also das heißt, das ist wirklich ein, trotzdem schwierig jetzt, brauchen wir nicht reden, aber das ist diese Perspektive, das ist eigentlich für uns verwunderlich optimistische Bild, mhm. zu sagen, wir wollen wieder aufbauen. Wir werden das wieder aufbauen und das wird eine reiche Gegend wieder werden und wir sind tüchtige Menschen. Und also das war schon, ja. Das ist übrigens, wenn ich das sagen darf, in all dem Schrecklichen und das ist wirklich so furchtbar gewesen, dieser Tag. Das ist Borodjanka, das ist ein bisschen weiter nördlich, dort ist auch, also die Hauptstraße völlig zerschossen, Artillerie, Raketen, die Wohnhäuser kaputt und dann kamen wir zur Feuerwache dort und die waren so fröhlich und lustig, die haben von der niederösterreichischen Gemeinde Rabenstein ein Feuerwehrfahrzeug geschenkt mhm. bekommen. Das hat, ich habe mit dem Feuerwehrkommandanten telefoniert dann danach, er hat es persönlich nach Kosice gebracht in die Slowakei und dann wurde es wirklich geführt, also wir sind gefahren damit bis nach Borodjanka. Das war deshalb auch notwendig, abgesehen davon, dass die alten Feuerwehrautos wirklich alt sind, weil dort in der Feuerwache die Russen gesessen sind und wirklich auch alles zerstört haben, auch die bestehenden Feuerwehrfahrzeuge durchsiebt haben. Mhm. Und die waren so dankbar und haben gesagt, also sie nehmen jedes Feuerwehrauto, jedes Einsatzfahrzeug, das ist jetzt auch ein Aufruf an alle Gemeinden, an alle mhm, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und alle sagen immer, nicht nur nach Lemberg, nicht nur nach Kiew, sondern denkt an die Regionen mhm. und die kleinen Gemeinden. Das brauchen die jetzt. Sie haben jetzt diesen positiven Spirit und diesen Wiederaufbaugeist angesprochen, der natürlich jetzt in Regionen ist, die befreit wurden. Gleichzeitig gibt es natürlich in der Ostukraine nach wie vor massivste Kämpfe, viele Todesfälle. Wie sehr haben Sie denn den Eindruck, dass die Menschen noch kampfbereit sind? Ich habe den Eindruck gewonnen, dass sie noch sehr kampfbereit sind. Jetzt ist das natürlich schwierig, weil ich habe nicht die Gelegenheit gehabt, mit Soldatinnen und Soldaten zu sprechen, insbesondere nicht mit Jungen, auch nicht mit Verwundeten. Also das war sozusagen ein bisschen, das wollte man nicht. Haben Sie es versucht, gell? Nee, wir waren in einem Spital mhm. und haben auch versucht, Zahlen zu bekommen, mhm. weil wir ja hochrechnen wollten, auch mit dem Arzt, gemeinsam mit der Ärztekammer, was jetzt dort benötigt wird. Mhm. Das ist sehr, sehr schwierig, aber man hört ja auch von Nachrichtendiensten, dass derzeit die Verluste hoch sind. Ich meine, das sind Frontlinien oder Kämpfe wie im Ersten Weltkrieg, da mhm. stehen sich Frontlinien gegenüber mhm. unter schwerem Artilleriebeschuss. Ich bin jetzt da keine Expertin, aber wirklich, und es gibt viele, viele verwundete und getötete Soldaten, mehr auf russischer Seite, mhm. also das darf man schon auch nicht vergessen, dass auch hier Russland, und die sind halt Putin ist schmerzbefreit, einen sehr hohen Blutzoll in Kauf nimmt, weil es mhm. Ja, offensichtlich seinen imperialen Überlegungen, es ist ihm völlig egal, Menschen sind ihm egal, ja? Mhm. aber auch auf ukrainischer Seite. Aber wie wir dort waren, ist gerade diese gelungen wieder die jetzt symbolische Schlangeninsel, das ist eine Insel da bei der Krim, wieder zurückzuerobern. Und ich glaube, dass diese symbolischen Gewinne sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Was macht Russland? Und ich meine, das ist ja, das machen sie ja auch mit Europa. Es ist Teil, ganz offensichtlich, Teil der militärischen Doktrin in Russland, Angst und Terror zu verbreiten. Mhm. Und zwar ganz gezielt unter der Zivilbevölkerung. Das ist in Butscha passiert. Dort hat man Menschen einfach erschossen, wenn die auf die Straße gegangen sind. Es ist ja auch bekannt, dass Menschen geflohen sind aus Kiew mit dem Auto und dann wirklich einfach entlang der Schnellstraße abgeknallt wurden in ihren Autos. Und dann hat man in Butscha beispielsweise nicht einmal den Menschen erlaubt, ihre eigenen Angehörigen zu bestatten. Oder auch die Stadtverwaltung. Mhm. Die sind, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wochenlang
die Toten auf der Straße gelegen. Angst und Terror. Das Gleiche übrigens natürlich mit sexueller Gewalt. Es gibt ja auch mittlerweile dokumentierte Fälle von Vergewaltigungen etc. Aber auch mit Entführungen. Ein dokumentierter Fall eines Lehrers im Süden der Ukraine, der aus seinem Haus heraus in eine Art Foltergefängnis gebracht wurde. Er ist jetzt wieder zu Hause, aber das dient einfach der Abschreckung. Und das macht Russland ganz gezielt jetzt auch mit den Bombardements von Zivilen, sei es Einkaufszentren oder jetzt Odessa, um eigentlich zu zermürben. Auch in Europa. Die Angst davor, dass wir in einen kalten Wohnungen sitzen, die Angst vor der weiteren Teuerung. Er hat es ja in der Hand. Er braucht ja nur den Gashahn aufzudrehen, dann ist der Preis wieder niedriger. Wenn er ihn weiter drosselt, geht der Gaspreis in die Höhe. Also größte Inflationstreiber derzeit ist der Kreml, der einfach hier mit Preisen und mit Mengen, Gasmengen, Krieg führt. Und zwar übrigens, und das ist mir sehr wichtig, da war schon Europa naiv, aber ganz besonders Österreich naiv, seit vielen Jahren. Da sprechen Sie jetzt den wichtigen Punkt an. Es jagt ja derzeit auch eine Krisensitzung, die nächste, auch der Regierung. Es hat ja auch gestern der Nationale Sicherheitsrat getagt, weil eben diese Drohung weiterhin im Raum steht, dass Putin uns ganz das Gas abdrehen könnte. Sie haben jetzt auch diese Abhängigkeit angesprochen, die Österreich hat. Haben Sie da den Eindruck, dass da genügend gemacht wird? Was gäbe es da für Möglichkeiten, wenn der Worst Case eintritt und Putin dann wirklich irgendwann mal sagt, ui, die technischen Schwierigkeiten sind so groß, dass wir euch anhaltend kein Gas mehr liefern können? Ich würde gerne zwei Dinge da jetzt sozusagen getrennt anschauen. Das eine ist die Frage, wieso ist Österreich eigentlich so abhängig von russischem Gas? Und das ist etwas, auf das wir sehr viel angesprochen worden sind in der Ukraine. Dass hier, und ich möchte es ganz bewusst sagen, weil ich durchaus verstehe, dass Österreicherinnen und Österreicher Neutralität schätzen als ein Konzept, das Frieden bringt. Aber unter dem Deckmantel der Neutralität hat man sich wirklich, und hat man, das waren Politiker der SPÖ, der ÖVP und gerade auch der FPÖ, wirklich dem Kreml in die Arme geworfen. Und es ist sozusagen in der Ukraine spätestens nach dem Überfall, also der Krieg in der Ukraine hat für die Ukraine nicht jetzt begonnen, sondern 2014 begonnen. Ich glaube, das muss man mal verstehen. Mit der Annexion der Krim damals. Mit der Annexion der Krim und vor allem mit den sozusagen kriegerischen Auseinandersetzungen in den, die Russen nennen Separatistengebiete, die Ukrainer sagen besetzte Gebiete. Aber Russland hat versucht, den Osten, Luhansk, Donetsk zu destabilisieren. Dort sind auch viele russischsprachige, das stimmt schon. Und da fühlen sich auch viele Russland zugehörig. Aber man hat dort auch ganz gezielt versucht, die Ukrainerinnen und Ukrainer auf Linie zu bringen und schon dieses Territorium der Ukraine abzuzwacken. Das heißt, im Verständnis der Ukraine ist der Krieg mit Russland schon seit 2014. Und in diesem Zeitraum hat Österreich noch weiter nicht nur munter Geschäfte gemacht, sondern sogar die Abhängigkeit erhöht. Wir haben die OMV hat die Gaslieferverträge 2018 verlängert bis 2040. Noch dazu mit einer Take-or-Pay-Klausel. Das heißt, wir müssen das Gas zahlen, egal ob wir es abnehmen oder nicht. Etwas, was die Ukraine schon davor wirkungsvoll bekämpft hat bei einem Schiedsgericht, weil nämlich auch dort hat man sich nach Alternativen umgeschaut. Und das ist meiner Meinung nach einer der größten Skandale der Zweiten Republik politischer Natur. Weil Neutralität bedeutet nicht für Autokratien und Diktaturen die Politik zu machen. Also Neutralität heißt doch nicht Appeasement. Das heißt Neutralität heißt auch definitiv nicht Appeasement und schon gar nicht politische Neutralität. Wir müssen doch klar sein darin, welcher Wertegemeinschaft wir uns zuordnen. Und das ist eine der offenen Gesellschaft, der freien Meinungsäußerung, der Demokratie und auch der sozialen Marktwirtschaft. Das alles hat Russland nicht. Gut, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was machen wir jetzt in dieser Situation? Genau. Und ja, da verstehe ich nicht ganz, warum seit Monaten eigentlich keine Bestrebungen von Seiten der Bundesregierung unternommen wurden, dass wir substituieren.
Wir haben jetzt kam auf einmal der Plan auf mit Kohle und jetzt mit Öl, aber zu sagen, wir ersetzen einen Teil des russischen Gases, indem wir versuchen, Verträge zu machen, beispielsweise für Flüssiggas oder norwegische Gasquellen, das ist nicht passiert. Das verstehe ich absolut nicht. Offensichtlich ist sozusagen Krisenplan immer nur dann der Fall, wenn wirklich das gedrosselt oder ganz abgedreht wird. Energielenkung, was machen wir dann? Das ist dann die Entscheidung der Politik, wer bekommt jetzt noch Gas und wer nicht. Also ich sehe hier, dass über Monate vieles verabsäumt wurde. Deutschland war da wesentlich offensiver und konnte ja auch schon diese Abhängigkeit reduzieren. Und deshalb bin ich sehr besorgt, was die Situation angeht. Sage aber auch, ich sage das seit Monaten. Ich sage seit Monaten, weil ich immer wieder... Wir sind ja durchaus offensiv gewesen darin, auch Vorschläge zu bringen, wie wir verhindern können, dass, obwohl jetzt Russland weniger Gas liefert, die noch mehr Geld von uns bekommen, um den Krieg zu finanzieren, weil sie dadurch die Preise in die Höhe treiben. Der größte Kriegsgewinner ist Putin und Gazprom durch diese steigenden Energiepreise. Und da gab es immer wieder Vorschläge von uns, dass man zum Beispiel nur einen Preisdeckel einzieht und sagt, wir zahlen diese Summe, die haben wir bis jetzt gezahlt, und zum Beispiel den Rest auf ein Treuhandkonto, auf das kann dann Russland zugreifen, wenn es die kriegerischen Handlungen einzahlt. Da haben alle immer gesagt, man darf nichts machen, weil Putin könnte ja den Gashahn zudrehen. Mhm. Er kann ihn jederzeit zudrehen. Und das zeigt er übrigens schon seit einem Jahr, weil es gibt einen Grund, warum wir jetzt so einen geringen Füllstand haben. Das ist einfach, dass Putin Europa schon letztes Jahr gezielt mit weniger Gas beliefert hat und damit auch die Voraussetzung geschaffen hat, dass wir so verwundbar sind und er damit in den Krieg gehen konnte. Weil er es damals schon gedrosselt hatte und eben die Bestände nicht aufnehmen konnte. Und auch den Preis übrigens schon in die Höhe getrieben hat. Gleichzeitig, Sie haben jetzt auch den Unterschied zu Deutschland angesprochen. Wenn man sich den Herrn Habeck anschaut, hat man eigentlich permanent das Gefühl, es ist sehr, sehr ernst und es werden Alarmstufen gezündet und es wird sehr ehrlich mit den Menschen kommuniziert. Die Umweltministerin Gewessler hat nicht die Alarmstufe gezündet und scheint eher die Botschaft auszustrahlen, naja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Es ist zwar ernst, aber schauen wir, wie ernst. Ist es tatsächlich in Österreich nicht so ernst oder wie erklären Sie sich diese Rhetorik seitens der gesamten Regierung? Ich kann sie mir nicht erklären, weil ich denke, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Und übrigens, ich habe mir letztlich Zahlen angeschaut, dass ganz viele Österreicherinnen und Österreicher ja jetzt schon Energie reduzieren, also Verbrauch reduzieren. Daran sieht man ja, dass die ja ganz genau wissen, was da passiert. Und auch die Preise natürlich spüren. Also die Lage ist sehr ernst. Wissen wir, ob Putin jetzt den Gashahn ganz abdreht, ja oder nein? Nein, das wissen wir nicht. Aber die Lage ist sehr, sehr ernst. Es kann sein und es wird auch sein, vermutlich, dass wir noch einmal eine wirkliche Lawine an Kostensteigerungen im Herbst sehen. Das heißt auch, dass die Antiteuerungspakete, die jetzt geschnürt wurden, meines Erachtens nicht ausreichen werden, weil also jetzt ist ein Teil der Preissteigerungen weitergegeben worden. Jetzt sind die ersten Konsumenten, die auf einmal ihre Rechnungen aufmachen oder gekündigt werden oder noch dazu so wirklich blöde Floating-Tarife haben, wo man dann eigentlich jede Preissteigerung sofort weitergereicht bekommt und nicht einmal aussteigen kann aus dem Vertrag. Also das spürt man jetzt, dass die Rechnung aufmachen und die haben bis jetzt 1.000 Euro gezahlt, auf einmal zahlen sie 4.000 Euro Strom und Gas. Das ist für manche schon eine Existenzfrage. Naja, natürlich. Ich meine, das ist übrigens auch für Betriebe eine Existenzfrage. Also da gibt es ja nicht wenige, die brauchen übrigens auch keine Ministerin, die ihnen jetzt erklärt, sie sollen umstellen auf Öl, weil natürlich haben da jetzt ganz viele schon durchgerechnet und überlegen sich Alternativen. Aber wenn es wirklich knapp wird, dann wird das sehr, sehr ernst. Und die Frage ist tatsächlich, was ist dann, wenn wir es nicht alternativ bekommen? Und hier baue ich schon auch auf Europa. Genau da kann und muss Europa helfen, dass wir selbstverständlich auch alle uns überlegen müssen, wie der Verbrauch reduziert werden kann, ohne dass Menschen bei uns in Österreich frieren müssen im Winter. Aber gleichzeitig mit Eigenverantwortung, das ist ein geflügeltes Wort, seit der Pandemie wird man die Gaskrise nicht lösen. Was
Nein. Nur mit eigenen Fragen. Nein, allerdings glaube ich auch da, dass natürlich, schauen Sie, wenn Sie eine Rechnung kriegen, auf einmal die 3, 4, 5 Mal, vielleicht 10 Mal so hoch ist, als Sie bisher gezahlt haben, möglicherweise gar nicht das Geld am Konto haben, dass Sie das zahlen können, dann, weiß ich nicht, ist das nicht Eigenverantwortung, sondern letztlich ein Zwang, Überlebensstrategie, dass man sagt, ich drehe jetzt wirklich die Heizung kleiner oder ich schaue, dass ich alles tun kann, um einzusparen. Nein, da bin ich bei Ihnen. Es werden auch die meisten Menschen gegensteuern. Aber was könnte man noch tun, damit man eben solche extreme Härtefälle, die sowohl Firmen, Sie haben es jetzt angesprochen, kleinere und mittlere, als auch durchaus den unteren Mittelstand, der plötzlich konfrontiert ist, oder Pensionisten mit 5-mal so hohen Energierechnungen, was könnte man da noch tun? Also für die Phase jetzt gibt es ein Antiteuerungspaket und da gab es bei uns 2 Kritikpunkte. Das eine ist, dass wir sagen, wir wollen, dass gezielter die ärmeren Haushalte unterstützt werden und bitte nicht mit Gutscheinen und schon gar nicht, also teilweise will ja die Regierung subventionieren, dass man dann Gas- und Stromrechnungen zahlt. Das halte ich für schwierig, wenn man eigentlich auch gleichzeitig sagt, wir haben vielleicht zu wenig, also reduziert es den Verbrauch. Daher ist es besser, das mit, sagt man, Negativsteuer, also man könnte sagen, direkt in Cash, das den Haushalten zur Verfügung stellt, mehr Geld. Und der Haushalt, die Menschen können dann selber frei entscheiden, wie sie das dann verwenden, auch beispielsweise für gestiegene Lebensmittelkosten. Im Bereich der steuerlichen Entlastung, das ist ja eigentlich nur eine Rückvergütung einer Inflationssteuer, aber das müsste man natürlich machen, rückwirkend mit 1.1.22, nicht so, wie es geplant ist, nächstes Jahr, weil da ist es einfach zu spät. Und auch jetzt vor allem mit dem Blick auf den Herbst, auf die Lohnverhandlungen, kann und muss der Staat im Bereich der Lohnnebenkosten etwas tun, um Betrieben auch einerseits sozusagen die gestiegenen Kosten das zu erleichtern und andererseits auch dann aber zu sagen, jetzt habt ihr Spielraum, jetzt wollen wir ordentliche Lohnerhöhungen haben. Für den Herbst, also wenn da wir sagen 8% Inflation, das ist jetzt quasi noch ein Spaziergang gegenüber dem, was im Herbst kommen kann, wird das nicht ausreichen. Und ich sehe das so, in so einer Krise müssen alle zusammenstehen. Und da wird und muss jeder einen Beitrag leisten. Der Staat kann nicht alles ersetzen. Koste es, was es wolle, gibt es dann nicht. Aber er kann das abfedern, vor allem sozial abfedern. Das bedeutet, dass einen Teil werden die Menschen selber tragen müssen, das ist so, aber einen Teil wird der Staat tragen müssen, einen Teil werden zum Beispiel Vermieter tragen müssen und einen Teil werden auch Energieversorger tragen müssen. Jetzt bin ich keine Freundin von Preisdeckelungen. Warum? Das muss man verstehen, das führt halt dann dazu, dass es möglicherweise zu Knappheiten kommt und das haben wir ja in Ungarn gesehen, da fahren dann sie mit ihrem Auto zur Tankstelle und es gibt keinen Sprit mehr dort. Übrigens auch, es gibt die FPÖ, hat einen Vorschlag gemacht, Preisdeckeln bei Lebensmitteln, da wünsche ich viel Spaß, wenn die Österreicherinnen und Österreicher vor leeren Regalen stehen wie in der DDR. Aber die Forderung nach Preisdeckel für Energie, also für Stromkosten, wo man ja weiß, dass da eigentlich auch Stromkosten steigen, die genau nichts mit den Gaslieferungen. Ja, na gut, das ist diese Debatte Merit Order Regelung. Müsste man das da nicht kippen? Glaube ich, dass dringend auf europäischer Ebene, das muss man sagen, das sollte auf europäischer Ebene passieren. Aber Spanien und Portugal haben es zum Beispiel. Die haben es schon gemacht. Ich sage, die Energieversorger werden einen Teil leisten müssen, ob das jetzt ist mit Preisdeckel oder ob das ist im Wege einer Rückvergütung. Ich bin davon überzeugt, dass also wenn ich jetzt ein Energieversorger wäre und ich will nicht, dass man Energieversorger, auch kleinere, vielleicht in die Insolvenz treibt, was teilweise passiert, aber dann würde ich mir Gedanken machen, was ich Konsumentinnen und Konsumenten jetzt zurückgeben kann, ohne, bevor der Gesetzgeber etwas macht, weil die Diskussion wird sicher geführt werden. Aber ja, auf europäischer Ebene wird es auch diskutiert und das halte ich durchaus für richtig. Vielleicht nur, dass wir es den Zusehern erklären, es gibt diese Regelung, dass der teuerste Stromanbieter... Genau, das ist eigentlich unverständlich, wenn man in Österreich sagt, wir haben so viel Strom aus erneuerbarer Energie und der Preis ist aber trotzdem nicht niedrig, weil eben sich der Preis an den Gaskraftwerken in der Regel orientiert. Und dort ist eben der Preis so hoch. Das ist, muss man jetzt einmal auch erklären, ursprünglich sogar eingeführt worden, den Umstieg auf Erneuerbare oder das zu fördern. Und das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Sache. Vielleicht zur Energiewende. Weil auch die Frage ist, was würden wir jetzt tun, wenn wir in der Regierung wären?
Das muss passieren. Und ich kriege da sehr viele Signale, gerade auch von Betrieben, dass die bereit wären. Also das Geld ist da, das Material ist da. Zum Teil, ich weiß, es gibt einen großen Fachkräftemangel, sind aber auch die tüchtigen und gut ausgebildeten Menschen da, die das schaffen würden, Windparks bauen, Solaranlagen bauen etc. Es fehlt am politischen Willen derzeit, und das ist ja haarsträubend, Projekte zu priorisieren und vor allem auch schnell voranzutreiben. Also ich verstehe das schon, dass man in Zeiten, wo wir noch haben bis 2040 für die Energiewende, sagt, da machen wir ordentliche Umweltverträglichkeitsprüfungen, da gibt es Verfahren mit Beteiligten. Aber hey, bitte, wir haben eine Megakrise und wir müssen alle gemeinsam die Energiewende möglichst bald schaffen, um auch diese Abhängigkeit zu reduzieren. Und da müssten meines Erachtens gesetzlich mehr oder weniger Projekte wie Highways gebaut werden. Dass man sagt, das sind jetzt 50 bis 100 Projekte, die genehmigen wir jetzt, wenn die diese Kriterien erfüllen, damit das rasch in die Gänge kommt. Aber verstehe ich Sie richtig, bevor ich dann noch ganz kurz auf die Umfragen komme, es braucht sowas wie einen nationalen Kraftakt in dieser Krise, und ist das realistisch, dass das auch funktioniert? Naja, ich glaube, Sie fragen die Falsche, ehrlich gesagt, weil ich bin nicht in der Regierung, aber ich verstehe Oppositionspolitik gerade übrigens in Krisenzeiten aber Sie immer strecken so, die Hand aus, ja, wenn immer ich Sie so, dass wir sagen, hey, wir müssen da gemeinsam durch. Also ja, ich würde viele Dinge in der Regierung anders machen, meines Erachtens besser machen, ja, aber es nutzt ja nichts. Wir müssen da jetzt durch. Ich verstehe die FPÖ nicht, die nur draufhaut, eigentlich keine ordentlichen, übrigens teilweise auch die SPÖ, es sind ja auch Mehrwertsteuersenkungen, werden ja verpuffen, das hat ja überhaupt keinen Sinn. Natürlich klingt das gut, das ist populistisch, wenn man sagt, Mehrwertsteuer auf Lebensmittel runter, aber wenn man sich anschaut, wie jetzt die Großhandelspreise sind und die sind noch nicht weitergegeben von den Handelsketten an die Konsumenten, dann kann ich mir ausrechnen, dass die Mehrwertsteuersenkung aber in der nächsten Woche mit Preissteigerungen bereits wieder aufgefressen ist. Das hat doch wirklich absolut keinen Sinn. Also wir brauchen doch jetzt wirklich die besten Lösungen. Und ja, da sollten alle zusammenarbeiten. Das ist meine Überzeugung. Und jetzt haben Sie schon gesagt, Sie glauben, Sie würden es besser machen in einer Regierung. Wir haben ja jetzt Umfragen der Lazarsfeld-Gesellschaft, aber auch in anderen Umfrageinstituten sieht man, dass eine rot-grün-Neos-Koalition eine Mehrheit hätte. Zum ersten Mal seit ein paar Wochen und zum ersten Mal eigentlich, ich glaube, seit überhaupt. Oder überhaupt. Ehrlich gesagt. Also das spricht Gut, gibt es ja erst seit 10 Jahren. Richtig, aber zum ersten Mal seit 10 Jahren, und das ist jetzt schon nachhaltig. Also seit ein paar Wochen sieht man diesen Trend. Wäre das eine Regierung, die Sie reizen würde? Das ist eine Regierung, die derzeit in Deutschland zum Beispiel... Naja, ich finde halt, da fließt halt sehr viel Wasser die Donau runter, und das klingt ein bisschen wie, jetzt verteilen wir das Feld des Bären und es geht dort darum, irgendwie ein Amt zu kriegen. Dafür ist die Krise zu groß. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich schon sehr vorsichtig bin mit Neuwahlforderungen, weil hey, ich bin bereit, ich würde besser mein bestes Ergebnis bisher einfahren. Wie Sie sagen, die Wahrscheinlichkeit ist durchaus groß, dass wir in Regierungsverantwortung kommen. Aber irgendwann muss man sich ja denken, hey, wir haben eine Verantwortung für das gesamte Land und nicht nur für unsere eigene Partei oder Wahlergebnisse. Also deshalb bin ich da sehr vorsichtig. Machttechnisch ist es die beste. Wir stehen in der Mitte. Wir sind ja auch die Vertreter der Mitte. Wäre es das Beste, wir könnten es uns aussuchen. Wir sind die Einzigen, die wirklich glaubhaft für Erneuerung stehen, übrigens für eine saubere Politik, und diese Erneuerung auch bringen können, weil wir einen ganz anderen Zugang zur Politik haben. Nicht so, wir machen uns das im stillen Kämmerlein irgendwo aus, sondern wir sind dazu da, um Lösungen zu bringen. Das ist unser Job, der jetzt gemacht werden muss, und wieder am Vertrauen zu arbeiten. Und machttechnisch wäre es das Beste, ich kann dann mir aussuchen, mit wem ich koaliere, und dann trete ich in Verhandlungen ein. Ich habe es aber schon ein paar Mal gesagt. Das gilt für alle Parteien. Aber man muss ja das auch einmal sagen. Wir wollen möglichst viel umsetzen. Aber natürlich, wenn ich das beobachte, auch wie die ÖVP benannt ist, und ich sage das jetzt ganz offen, fehlt denen meines Erachtens ein gerütteltes Maß an Demut, und möglicherweise tut es ihnen gut, das sage ich jetzt als Staatsbürgerin,
wenn sie sich diese Demut gegenüber den Wählerinnen und Wählern, unserer Republik, den Institutionen unseres Landes in Opposition wiederholen. Also insofern, in Deutschland gibt es die Konstellation, leicht ist es nicht. Ich glaube, wir werden die... Eine Dreierkoalition, glaube ich nicht. Naja, vor allem mit Rot und Grün würde ich schon ganz stark sehen, dass wir dann wirklich die Vertreter der Mitte sind und der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und auch der nächsten Generation. Weil ich glaube, sowohl SPÖ als auch Grüne wären sehr schnell dabei, das Geld anderer Leute auszugeben. Und bei all dem, was ich jetzt auch sage, dass jetzt der Staat natürlich eine sehr wichtige Rolle spielt, eine Politik, die ständig Lasten von Entscheidungen, die heute getroffen werden, eigentlich verschiebt auf die nächste Generation, das geht auch nicht. Aber als letzte Frage noch, sind wir in einer Zeit, wo man jetzt diese Tabus auch ein bisschen fallen lassen muss und was man normalerweise sagen würde, man muss einen ausgeglichenen Staatshaushalt haben. Ja. Müssen die jetzt fallen? Na gut, das hätten wir sowieso nie gesagt, weil unsere Vorschläge auch waren ja immer zu sagen über einen Konjunkturzyklus. Das heißt, vereinfacht gesagt, dann, wenn die Wirtschaft brummt und wir ein Wachstum haben und die Steuereinnahmen sprudeln, dann soll der Staat sozusagen zurückfahren und schauen, dass er ordentlich haushaltet und keine neuen Schulden macht. Das hat ja haben ja die Regierungen nie gemacht. Es gab ein einziges Mal einen halbwegs ausgeglichenen Haushalt in den letzten Jahrzehnten. Und man muss ja auch sagen, jetzt ist die ÖVP, glaube ich, seit 86 in der Regierung, stellt seit vielen Jahren den Finanzminister. Die Steuer- und Abgabenquote ist ja sukzessive gestiegen. Wir sind jetzt bei knapp 44% oder nur leicht darunter. Und da ändert ja auch diese Steuerreform nichts. Also natürlich ist jetzt die Zeit da, wo ich auch den Staat brauche, dass er jetzt hier eingreift und unterstützt, wie gesagt, abfedert. Aber ich sage schon auch eines, und ich sage das ganz bewusst, schon in der Pandemie habe ich gesagt, dieses koste es, was es wolle, das wird uns am Schädel fallen. Weil am Ende, und das weiß der Mittelstand ganz genau, zahlt es der Mittelstand. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir jetzt gelernt haben. Egal, wie viel Füllhorn die Regierung ausschüttet, am Ende zahlen es die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und darauf sollte man auch nicht vergessen. Sollte es dann ich muss doch noch eine Frage anhängen. Sie sagen, es zahlt am Ende immer der Mittelstand und spricht vieles dafür. Sollte es dann eine Erbschaftssteuer für Millionäre geben? Naja, also in einer Steuer- und Abgabenquote mit 44% on top eine neue Steuer, die uns übrigens niemals das Volumen bringt, Nein. das wir bräuchten. Das ist ja, weil eben die es sich leisten können, die machen das ja dann eh wieder über Stiftungen. Also so ist es. Auch da bin ich überzeugt davon, dass die Erbschaftssteuer vor allem wieder die Mitte treffen würde. Das wird es mit uns nicht geben. Aber wir haben immer gesagt, in einer umfassenden Reform, wo man sagt, endlich Steuern auf Arbeit runter, und zwar deutlich runter. Wir wollen, dass die Menschen sich was aufbauen können mit ihrer eigenen Leistung und ihrer eigenen Arbeit. Und da sind wir ja weit davon entfernt mittlerweile. Also deutlich runter auf Arbeit. Und dann muss man nach Alternativen suchen. Ein Teil ist zum Beispiel auch die CO2-Bepreisung. Ja, dazu stehen wir, das sind wir in der Verantwortung. Nicht nur unseren Kindern gegenüber, sondern ehrlich gesagt auch uns mittlerweile, wenn wir schauen, wie das Klima sich verändert. Aber auch dann können wir uns das in einem Gesamtkontext vorstellen. Weil natürlich verstehe ich auch Gerechtigkeitsdiskussionen da drinnen. Aber bitte nicht, in Österreich lernt man immer, wenn über Steuern diskutiert wird, dann wird eine neue zusätzlich eingeführt und dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Gut, Beate Meindl-Reisinger, vielen Dank für das Interview. Danke für die Einladung. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es spannend weiter. Bleiben Sie dran.